Hallo Freunde des guten Geschmacks. Heute haben wir einen Schmaus daheim, nämlich eine leckere Lammkeule. Das Fleisch ist so zart und lecker. Ganz einfach ist es in der Zubereitung, keine ungewöhnlichen Zutaten. Dauert etwas länger, aber es lohnt sich. Viel Freude beim Anschauen und Nachbereiten. So, ich habe jetzt ein bisschen Soße drüber gemacht. Schaut mal. Löst sich vom Knochen. Jetzt. Ich habe hier eine Lammkeule gekauft, die wiegt 3 Kilo. Ein Kilo hat 12 Euro gekostet, falls einer wissen will. Also 36 Euro ungefähr. Das habe ich jetzt unter fließendem Wasser ausgespült. Das Fett werde ich nicht abschneiden. Das löst sich zum einen auf und zum anderen ist es ja Geschmack. Hier ist die andere Seite. Ich habe nach der kleinsten Lammkeule gefragt, da waren deutlich größere. Jetzt schaut mal, jetzt nehme ich ein scharfes Messer und steche überall tiefe Löcher, auch von der anderen Seite. So wird das Fleisch schneller weich. Da kommt auch Salz rein. Nach innen. So. Jetzt habe ich hier Knoblauchzehen vorbereitet. Das ist eine ganze Knolle gewesen. Wenn die zu groß war, habe ich sie in der Mitte geschnitten. Hier und da stecke ich jetzt Knoblauchzehen rein. So groß. Also vorne und hinten Löcher und Knoblauch. Okay, jetzt kommt Salz, aber ordentlich Salz drüber. Also ich habe jetzt auf eine Seite 2 Teelöffel drauf. Schön einmassieren. Oh, ich hätte gleich Pfeffer machen sollen. Auch Pfeffer. Und von der anderen Seite genauso. Ich habe hier eine Zwiebel, die schneide ich so grob da rein. Und ich habe hier so kleine Karöttchen, 4 Stück, die werden auch hier reingeschnitten. Das wird jetzt mit Brühe ganz lange köcheln, wird ganz weich und das werde ich dann für die Soße praktisch verwenden. Habe hier knapp 1 Liter Wasser, Gemüsebrühe, davon gebe ich erst, ich guck mal, 2 Esslöffel vielleicht, 1, 2. Ich rühre das um und probiere das, dass es auch salzig genug ist. In der Gemüsebrühe ist sehr viel Salz drin. So, mal gucken. Ja, perfekt. Das gieße ich hier jetzt rein. Nicht über das Fleisch, damit das Salz auch schön dran bleibt. Der Backofen heizt vor auf 210 Grad Ober- und Unterhitze. Ich werde das jetzt mit der Alufolie luftdicht verpacken. Okay, jetzt kommt es so in den Backofen. Ich habe hier Kartoffeln, das sind circa 1,5 Kilo. Die habe ich geschält und einfach so in der Mitte geschnitten. Je größer sie sind, je länger braun sie natürlich im Backofen. Ich habe hier noch 2 Karotten in dicke Scheiben geschnitten, also geschält und in dicke Scheiben geschnitten. Und ich habe hier Zwiebeln, 2 Stück. Die schneide ich auch in ganz dicke Scheiben. Das ist jetzt schlecht. So. Hier, das sind insgesamt vielleicht 1,5 Esslöffel Paprika edelsüß drüber. Hier ist auch noch der Rest. Dann gebe ich Pfeffer drüber, Salz, 1,5 Teelöffel habe ich jetzt. Dann habe ich hier Rosmarin. Schaut mal, so, das ist so lecker.
von Kartoffeln. Also es ist bestimmt alles. Ein Esslöffel ungefähr. Dann habe ich hier noch Thymian-Kräuter vom Garten. Die gebe ich auch noch hier rüber. Jetzt noch etwas Pflanzenöl. Vielleicht 50 Milliliter. Und gut umrühren. Ich habe noch einen Bund Spargelgrün gewaschen. Dann habe ich die trockenen Enden abgeschnitten. Geschält habe ich ihn nicht. Jetzt gebe ich etwas Öl drüber. Das kann man natürlich auch weglassen. Muss man keinen Spargel nehmen. Ich hatte nur welchen da. Bisschen mehr Öl. Auch noch umrühren. Die Lammkeule war 3,5 Stunden jetzt im Backofen. So, ich mach die Folien weg. Da ist noch viel Brühe. Das duftet hier ganz, ganz herrlich. Jetzt hole ich den ganzen Saft mit den Karotten und Zwiebeln da raus. So, das wird jetzt durch den Sieb gegeben und die Karotten und Zwiebeln drücke ich einfach so durch, soweit es geht. Ins Blech gebe ich die Kartoffeln. Ich gebe dann noch die Spargel drüber. So. Der Backofen ist nicht aus. Der Backofen wird jetzt auf 180 Grad aufheizen. Jetzt kommt das Fleisch hier drüber und es wird jetzt so lange gebacken, bis die Kartoffeln schön weich sind und das Fleisch hat dann eine schöne Kruste bekommen. Da haben wir die Brühe, die habe ich gesiebt. Da war viel mehr, ich habe jetzt nur so viel genommen, wie ich brauche. Ich habe es auch probiert, vom Salz her ist schon ziemlich salzig, aber ist gerade noch so okay. Wenn es euch zu salzig ist, kann man das mit Wasser verdünnen. Einfach einen Teil von der Brühe mit Wasser ersetzen. Ich habe hier noch ein Schüsselchen, da habe ich dasselbe nochmal drin. Hier mische ich 2 Esslöffel Speisestärke hinein. Huch, das ist ein bisschen gut gefüllt, noch ein bisschen, also 2 Esslöffel, so, einmischen. Ich koche die Brühe in der Pfanne auf. Sobald es kocht, gebe ich hier von dieser Brühe mit Speisestärke rein. Nicht alles auf einmal, nur ein bisschen und dann rühren, weiter kochen und dann merkt man, ob das einem dick genug ist oder ob noch Speisestärke rein soll. Er ist noch nicht dick genug. Ich gebe noch mehr rein. So ist die Soße fein. 40 Minuten waren die Kartoffeln mit der Keule im Backofen. Falls die Keule schon zu dunkel ist und die Kartoffeln noch nicht fertig sind, kann man das einfach mit Backpapier oder Alufolie zudecken und einfach weiter backen. Dazu haben wir heute noch Salate. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Es ist so einfach und einfach mega lecker. Ich freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Um ja keine Videos zu verpassen, bitte abonniert meinen Kanal. Fast täglich kommen neue Videos. Vielen Dank und liebe Grüße, eure Xenia. Jetzt schneide ich das noch an. So. Richtig zart und lecker. Ganz weiches Fleisch. Dazu gibt es noch eine Soße, da ist der Knoblauch.